So, ich grüße euch. Ich habe mir gedacht, da demnächst ziemlich viele, denke ich mal, ziemlich viele PlayStation- und Xbox-Spieler in den Genuss kommen werden, dieses Spiel spielen zu dürfen. Das sind auf jeden Fall so meine Infos. Irgendwann im Juni oder was auch immer. Habe ich mir gedacht, ich mache mal so ein kleines Einsteiger-Video über Basebuilding. Warum mache ich ein kleines Einsteiger-Video über Basebuilding? Weil beim Basebuilding werden so ganz grundlegende Fehler gemacht. Klar, es sieht immer schön aus. Ich werde euch das erklären, während ich die Base baue. Also ich fange normalerweise in der Regel so an, so. Und ein Einsteiger fängt in der Regel so an. Bam, bam. Und dann bauen wir hier überall Wände hin. Zack. Und da eine Wand. 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 Und hier eine Tür. Und also das machen sehr viele. Ich will das jetzt nicht auf alle beziehen. Ich habe es zum Beispiel am Anfang auch gemacht. So, und hier ein schönes Dach hin, hier ein schönes Dach hin. Dann kommt hier noch eine Wand, hier noch eine Wand. Schwuppdiwupp, schwuppdiwupp, fertig. Dann würdet ihr das Ding upgraden und habt euer wundervolles Haus. Das halte ich für den größten Quatsch. Sowas macht man nicht. Ich würde dieses hier einfach. Ich würde erstmal das upgraden auf Stein, das upgraden auf Stein. Ich hätte natürlich auch noch einen Bauschrank gebaut, den dürft ihr nicht vergessen. Und das Schloss. Das Schloss ist mega wichtig. Wenn die dann doch mal am Anfang reinkommen, können die wenigstens nicht direkt auf euren Bauschrank zugreifen. Dann würde ich den Bauschrank hier in der Ecke stellen. So. Schloss nehmen. Erstmal natürlich. Zack. So. Zu und fertig. Dann würde ich dieses upgraden. Nicht so. Dann würde ich eine Wand dahin bauen. Ich würde dieses könnt ihr einfach direkt weglassen. Dieses könnt ihr einfach direkt weglassen. Das kann wegbleiben. Das kann wegbleiben. Bam. Das frisst am Anfang zu viel Ressourcen, eine große Base zu bauen. Und diese ganzen Dächer hier ist der größte Schwachsinn. Da sieht sofort jeder, oh mein Gott. Der ist entweder ein Roleplayer oder der ist neu. Diese Dächer sind für andere Sachen sind die ganz, ganz geil, aber für eine Starterbase totaler Überfluss. So, dann würde ich euch natürlich erstmal eine Holztür bauen, ein wundervolles Schloss bauen. Oh, ich habe jetzt schon 4 Holztüren gebaut. Okay. Würdet erstmal eure Holztür so reinsetzen, dass sie nach au außen aufgeht. Schnappt euch ein Schloss, natürlich wieder abschließen. Aufgemacht. Dann setzt ihr vorne so ein dreieckiges Fundament davor. Aufwerten zu Stein. Wand. Immer die glatte, also bei Stein ist es die helle Seite nach innen. Die Seite muss immer außen sein, ansonsten hacken sich die Leute da rein. Dann würdet ihr hier auch noch eine wunderschöne, einen wunderschönen Türrahmen hinbauen. Dann nehmt ihr ein dreieckiges Dach. Ja, auch aus Stein. Würdet euch wieder eine Tür snacken. Würdet die aber nach innen aufgehen lassen. Zack. Abschließen, schon ist eure, habt einen schönen Airlock und ihr seid erstmal schön safe. Und in allerhöchster Not, auf dem Server gehen die Türen zu, könnt ihr, wenn ihr bekämpft wird, werdet, bekämpft wird, ich muss mal 2 Sekunden was machen. Dafür bin ich jetzt auf den Dings gegangen, jetzt muss ich Vote Day, dafür bin ich auf einen Modded, Vote Day. Ich liege zu sehr in meinem Stuhl und deswegen, wenn ihr bekämpft werdet, ich liege zu sehr in meinem Stuhl und deswegen sehe ich meine Tasten beim Tipp manchmal nicht, wollte ich sagen. Wenn ihr nämlich bekämpft werdet, könnt ihr beide Türen aufmachen, könnt ihr, wenn ihr Bock habt, mit einem Bogen rausschießen. So, und dann habt ihr hier eure wundervolle Starterbase mit Airlock. Was ich dann bauen würde, ist, was ich bevorzuge zu bauen ist. Jetzt habe ich. Wieder Scheiße gemacht.
Ihr macht diese Wand weg. Ihr könnt hier auch gerne noch zwei halbe Wände übereinander setzen. Dann dieses Ding, was ich jetzt nicht mehr setzen kann, weil ich hätte den Schrank erst setzen müssen. Ach, das ist doch. Ah, okay, lassen wir das. Wir gehen einfach davon aus, ich hätte hier eine normale Wand gesetzt. Was ich dann gerne baue, ist entweder dieses Teil, wo ich dann ein gepanzertes Fenster einsetze. Oder ihr könnt einen Türrahmen bauen. Setzt am Anfang, wenn ihr alles gekocht habt, wenn ihr Metallerz gekocht habt, ja, so macht ihr das. Wir fangen einfach ganz, ganz standardmäßig an. Dann schnappt ihr euch erstmal eine Holztür, müsst ihr also Holz hacken gehen wieder. Wir tun jetzt einfach mal so, als wenn wir echt gerade erst angefangen hätten. So, schnappt euch eure Axt. Ihr habt natürlich am Anfang eine Steinaxt, ist klar. Das Video geht ja nur über Grundbasebuilding. So. Ich mache mir da einfach gerade zu viele wirre Gedanken. So, dann würdet ihr euch eine Doppeltür bauen. Die könnt ihr nämlich dann im Nachhinein schön durch ein wundervolles, wunderschönes Garagentor ersetzen. Würde ich auf jeden Fall machen. Das würde ich mit allen Doppeltüren machen. Ich baue eh meistens nur Doppeltüren. Am Anfang baue ich halt immer hier so ein wunderschönes, so einen wunderschönen Airlock mit einzelnen Türen. So, und dann hätten wir jetzt erstmal so unsere Grundbase fertig. Dann würden wir uns auf die Suche machen. Dumti-dumti-dum. Würden natürlich nebenbei immer schön brav Holz hacken. Ich kann es nur sagen, auf einem offiziellen Server ist das gerade nach dem Vibe echt, echt hart. Da wird man super oft gekillt. Also immer schön mit Bogen rumlaufen, auch mit Kleidung. Dadurch werden eure Verteidigungswerte noch höher. Dann sammelt ihr immer schön diese roten Kisten. Diese roten Tonnen natürlich. Weil ihr da einfach einen Kraftstoff drin habt, den ihr braucht, um einen Ofen zu bauen. Oder, was auch ganz gut ist, ihr könntet, ich habe hier aber noch nichts gesehen, keine Wildschweine, keine Bären jagen oder ähnliches. Keine Bären gesehen. Sonst würde ich Tiere jagen. So. Jetzt habt ihr euren Kraftstoff. Das sind Schwefelsteine, die könnt ihr eh erstmal am Anfang weglassen. So gerade in der Anfangszeit beim Basebuilding braucht ihr das gar nicht. Das kommt erst zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn wir alle schön Steine abgrasen. So, dann würden wir wieder in unser wundervolles Gebäude, in unsere wundervolle Starter Base, würden zwischenzeitlich natürlich noch ein paar Kisten bauen. Erstmal die Grundkisten, weil wir halt hätten ja im Endeffekt haben wir noch keine Metal Frags. So, dann gucken wir, wir haben Holz, wir haben Stein, wir haben genug einfachen Kraftstoff, dann gehen wir auf unser Craft-Menü. Und craften uns einen wundervollen Furnace. Ich nehme natürlich den mit diesem wundervollen Skin hier. Bam. Okay, jetzt fehlt uns natürlich noch ein bisschen Metallerz, was wir kochen können oder schmelzen, wie man es auch immer nennen will. Oder wie es auch immer heißt. Also suchen wir diese wundervollen Metallerz. Steinchen, die wir hier natürlich jetzt echt nicht finden. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Metallerzstein gefunden, der bringt uns aber gar nichts, weil er hat insgesamt eine 50.
So. Dann würden wir uns einen von diesen Steinen hier rein snacken. Am Anfang reicht auch locker diese wundervolle Steinspitzhacke aus, welche man sich auch auf dem Weg zu seinem gewünschten Punkt, den man hier auf der Karte vorher natürlich markiert hat, wenn man dann hinrennt, muss man sich die auch erst craften, weil man mit einem räudigen Stein anfängt. Naja. So, jetzt hätten wir genug Eisenerz oder jetzt haben wir genug Eisenerz. Würden zu unserer Base zurückjumpen. Ihr müsst den Airlock natürlich nicht unbedingt mit einem dreieckigen Fundament bauen. Ihr könnt das auch mit einem geraden Fundament, dass ihr hier eine Tür setzt und davor ein Fundament und noch eine Tür setzt. Aber ich mache es halt mit einem dreieckigen Fundament, weil man da so wunderschön raus, na, wie heißt es, rausballern kann, wenn man belagert wird. Oder wenn irgendwer nichts anderes zu tun hat, als dort zu campen. Das hier geht jetzt auf diesem Server auch wesentlich schneller. Würde normalerweise auch eine ganze Weile dauern. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das so schön gekocht worden ist. Dann geht ihr wieder in euer Craft-Menü, craftet euch eine Door. Ihr habt zwei Türen, also noch eine Door, dann vielleicht, ja, zwei Code-Locks könnt ihr euch auch noch craften. So, dann sammelt ihr das Schloss ein, macht die Tür auf, nehmt euren Hammer in die Hand, Tür auf, drücken, Tür raus, gleiches Spiel hier, dann nehmt ihr eure Metalltür, euer Code Lock, niemals vergessen, einen Code einzugeben. Ich nehme jetzt 6 mal die 6. Dann macht ihr das gleiche Spiel hier. Code Lock auf oder entriegeln. Tür auf. Tür rausnehmen. Gleiches Spiel wieder. Nach innen. Code Lock rein. 6 mal die 4 mal die 6. So, und jetzt habt ihr für den Anfang eine relativ sichere Base. Das gleiche natürlich noch hier. Dann nehmen wir dann eine Double Door aus Metal für den Anfang. So. Code Lock raus. Zack. Tür. So. Jetzt ist eure Base für den Anfang erstmal safe. Also hier würden sie brauchen, glaube ich, ja, 12 Satchels, um durch alle eure Türen durchzukommen. Und bei so kleinen Basen in der Regel lohnt sich es halt nicht. Oder beziehungsweise, was sie natürlich auch machen könnten, wäre mit 10 Satchels durch die Wand hinten. Das würde ich dann machen in der Regel. So, das ist jetzt so einfach die Grundbase, wie ich sie bauen würde, so eine Einsteigerbase. Und alleine das erstmal hinzukriegen, dauert ja auch eine ganze Weile.